Das Erstellen von Gutscheinen ist mit Wabi Profi 3 wirklich ein Kinderspiel. Wie bereits in einem vorhergehenden Video, Artikelrücknahme, vorgestellt, können Sie mit Wabi Profi 3 natürlich auch normale Gutscheine erstellen. Wenn ein Kunde vor Ihnen steht und will einen Geschenkgutschein kaufen, klicken Sie auf die Toolbox und sagen Gutschein erstellen. Nun geben Sie den Betrag an oder hier die numerische Zahlentastatur ein und bestätigen, indem Sie auf Übernehmen klicken, wenn Sie die Zahlart ausgewählt haben. Wir sagen, wir wollen in bar einen Gutschein über 22 Euro. Der Gutschein wird gedruckt. Ich habe es jetzt auf DIN A4 vorbereitet, damit Sie es einfach sehen. Das Ganze können Sie natürlich auch auf Ihren Bondrucker ausdrucken. Auch können Sie selbstverständlich den Ausdruck durchführen und dann auf vorgefertigte Gutscheinformulare Ihrerseits die Informationen dann eintragen. Des Weiteren können wir genauso natürlich einen EC-Gutschein erstellen in Höhe von 33 über EC und übernehmen. Ich bestätige die Zahlung und wir haben nun einen neuen Gutschein über 33 Euro. Und zu guter Letzt wollen wir des Weiteren einen neuen Gutschein machen, und zwar über 44 Euro. Diesen würden wir aber gern per Rechnung machen. Ist in unserem Beispiel blau, das heißt deaktiviert. Warum ist es so? Nur ein definierter Empfänger kann eine Rechnung, einen Lieferschein, ein Angebot oder eine Kundenbestellung entgegennehmen. In unserem Beispiel ist ja der Laufkunde ausgewählt. Also im Klartext, wir wählen einen Kunden aus, unseren Franz, und sagen, wir wollen den haben. Und gehen nun auf Toolbox. Ich sage Gutschein erstellen in Höhe von 44 Euro. Und nun steht Ihnen die Option Rechnung zur Verfügung, die wir jetzt übernehmen können und den neuen Gutschein ausdrucken könnten. Erstellte Gutscheine können wir natürlich über die Bonkopien jederzeit einsehen. Entweder Sie drücken in der Toolbox Bonkopien oder Sie verwenden die Schnellwahl B für Bonkopie. Nun sehen wir, dass wir hier einen Gutschein in Höhe von 22 Euro haben, der Gutschein mit der Nummer 4, und hier haben wir einen Gutschein mit der Nummer 5 in Höhe von 33 Euro. Ja, das war's schon mit der Gutscheinerstellung. In einem weiteren Video sehen Sie auch, wie man Gutscheine einlöst.